Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem dritten Tutorial, in dem wir einen digitalen Planer erstellen. Heute werden wir nun nach einer richtig langen Pause das Cover erstellen und das Holz, das Muster und das Leder findet ihr zum Download in meiner Facebook-Gruppe, die unten in der Beschreibung verlinkt ist. Für dieses Tutorial ist es allerdings wichtig, dass du die vorherigen Teile schon erstellt hast, denn dieses Tutorial baut darauf auf. Nachdem du unsere Datei dupliziert hast, kannst du das Papier ausblenden, denn das brauchen wir für das Cover nicht, das Kärtchen auch. Genauso wie den Stoff und wir arbeiten mit dem Leder erst einmal weiter. Da klickst du auf die Ebene, in dem du das Leder findest, gehst zu deinem Auswahlwerkzeug und wählst Rechteck aus, ziehst links ein Rechteck und wählst nun den Radiergummi aus. Ich nutze gerne den Airbrush. Und radierst praktisch die linke Seite damit weg. Eigentlich müsste jetzt alles auf der linken Seite weg. Das heißt, du kannst jetzt auch den Schatten links weglöschen und den Glanz, also das Glanzlicht, das brauchen wir alles nicht. Nachdem ihr alles gelöscht habt, könnt ihr nun eine helle Farbe, zum Beispiel weiß, auswählen, eine neue Ebene erstellen und eine weiße Linie links ziehen. Diese Linie werdet ihr dann in Anpassungen Gaussche Unschärfe weich zeichnen. Dann könnt ihr die Linie etwas breiter ziehen, also damit das Buch auch etwas gerundet aussieht. Danach wird die Deckkraft des Glanzlichts reduziert. Und dann geht es darum, den Überschuss jetzt wegzuradieren. Also ich zoome jetzt einfach ran, wähle wieder Airbrush und nehme das Rechteck und radiere eben die Stellen ab, die über das Buch hinausschauen. So, noch ein bisschen anpassen. Ich mache die Kante unten etwas weicher. Ich verschiebe das Glanzlicht etwas nach rechts. Und werde jetzt das Glanzlicht noch einmal duplizieren. Ich mache mir noch mal ein schmales Glanzlicht, was ich dann fast an die Kante lege. Und schon hat unser Buch eine Rundung. Hier könnt ihr die Deckkraft noch mal runtersetzen. Und nun könnt ihr noch einmal das schmale Glanzlicht duplizieren. Das werden wir jetzt drehen mit dem Ausfahrwerkzeug, an der grünen Linie ziehen, um es zu drehen und dann an die obere Kante legen. Hier wieder mit dem weichen Radiergummi den Überschuss wegradieren und das gleiche nochmal. Also wir duplizieren jetzt wieder die Linie und ziehen sie diesmal an die untere Kante. Wir stellen eine neue Ebene und suchen nun eine dunkle Farbe raus. Dann könnt ihr wieder mit dem Airbrush weiches Licht einen schwarzen Fleck diesmal malen. Relativ rund. Mit der Gaußschen Unschärfe könnt ihr das wieder dann weich zeichnen. Und dann legt ihr den Schatten einfach unter das Buch, also unter das Leder. Ich mache den Schatten noch etwas weiter.
Falls ihr eine Art Schein seht, das liegt an der hinteren Linie. Die werden wir jetzt einfach zum Leder ziehen und als Clipping-Maske einfügen. Und dann ist unser Ledercover eigentlich schon fertig. Für das Stoffcover müssten wir nur den Stoff wieder einblenden. Der ist ja als Clipping-Maske schon versetzt. Hier würde ich die Glanzlichter aber etwas verstärken, damit sie besser zu sehen sind. Das heißt, die Deckkraft wieder hochziehen. Nachdem unser Cover fertig ist, können wir die Verschlüsse machen. Ich werde die alten Verschlüsse aus dem offenen Cover einblenden, mit der Auswahl ein Rechteck ziehen, etwas über das Cover hinaus und dann mit dem Radiergummi den Überschuss wieder entfernen. Und wir haben praktisch schon geschlossene Verschlüsse. Mit einer weißen Linie auf einer neuen Ebene kann ich dann die Glanzlichter rechts einzeichnen und weichzeichnen. Dann mit dem Airbrush und der Monoline die Bändel, die wir hier haben, also die Stoffbändel, abrunden und die Kanten wegradieren. Auf der rechten Seite dann auch die kleinen Rechtecke wegradieren, also hier die Kanten abrunden, und dasselbe macht ihr dann auch oben noch einmal bei dem zweiten Bändel. Wir erstellen wieder eine neue Ebene. Deswegen lösche ich eine, die ich nicht benutze, weg, weil mir die Ebenen langsam ausgehen. Ich will eine schwarze Farbe und zeichne praktisch unter die Bändel eine schwarze Linie für unseren Schatten und zeichne sie wieder mit dem Gaußschen Weichzeichner weich. Nachdem ich erneut eine Ebene erstellt habe, kann ich nun mit der Monoline einen Kreis zeichnen mit einem grauen Farbe zum Beispiel für unsere Knöpfe. Ich wähle nun eine Bronzefarbe und eine neue Ebene, wähle den Airbrush-Pinsel und zeichne praktisch im unteren Bereich des Knopfes eine Kurve mit einem etwas dickeren Pinsel. Den Teil können wir jetzt als Clipping-Maske über den Knopf legen. Dafür sollte der Knopf selber keine Clipping-Maske von einem anderen Objekt sein. So. Nun verkleinern wir unseren Pinsel. Also der darf jetzt ruhig sehr dünn sein. Und wir zeichnen jetzt mit einer hellen Farbe unser Glanzlicht in unseren Knopf. Ich erstelle wieder eine neue Ebene, nehme eine dunkle Farbe und werde jetzt um den Knopf herum sehr schmal und mit einem sehr weichen Pinsel eine Linie ziehen und diese auch als Clipping-Maske einstellen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Schatten, und zwar erstelle ich wieder eine neue Ebene. Dafür kann ich jetzt die ganzen Glanzlichter vom Knopf zusammenfügen, falls mir Ebenen fehlen. Ich nehme eine schwarze Farbe und male jetzt über den Knopf hinaus, stelle das Ganze auf Multiplizieren und sind damit fertig. Den Knopf habe ich jetzt auf eine Ebene reduziert. Jetzt kann ich den Knopf kopieren und kann ihn nun mit dem Auswahlwerkzeug nach unten schieben. Der Magnet ist natürlich an, dann bleibt alles auf der gleichen Linie.
Und somit wären wir eigentlich schon mit unserem Cover fertig, aber ich will euch noch etwas zeigen. Und zwar ist dieses Cover eher abgerundet und ich habe jetzt noch die Möglichkeit, dem Cover eine Kante zu geben. Und zwar stelle ich wieder eine neue Ebene, wähle Airbrush mit dunkler Farbe aus und zeichne erstmal eine Linie. Falls die Linie so breit ist wie bei mir, dann einfach mit dem Ausfahrwerkzeug etwas schmaler machen und dann in der Ebene auf Multiplizieren stellen, damit es sich besser mit dem Cover verbindet. Noch etwas schmälern und dann fast an die Kante ziehen. Nun könnt ihr mit der Deckkraft spielen und entscheiden, wie dunkel euer Buchrücken sein sollte. Wenn ihr jetzt zufrieden seid mit eurem Cover, bleibt euch eigentlich dann nur noch der Export der Datei, denn wir sind hier erstmal fertig. Ich gehe dafür aus meiner Datei raus, gehe auf Auswählen, suche meine Seiten und meine Cover aus, gehe auf Bereitstellen und kann nun PNG oder JPEG auswählen. PNG ist performance-technisch etwas schwierig, deswegen empfehle ich eigentlich immer JPEG, wenn ihr mit Keynote arbeitet. Dann exportiert ihr die Datei und sagt dann Bild sichern. Und schon seid ihr bereit, euren Planer auch in Keynote zu erstellen. Was ich euch noch in Teil 4 unseres Tutorials zeigen werde, ist, wie man Tabs in Procreate erstellt, denn ich baue sie gerne in die JPEGs ein und nicht in Keynote, um einfach Performance für den Planer zu sparen. Also schaut bei meinem Teil 4 vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich bin gespannt, wie eure Planer aussehen. Zeigt mir gerne in der Gruppe, was ihr daraus gemacht habt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.